Na, heute schon die Unwahrheit gehört? Früher hat man gesagt, man wurde angelogen. Wir werden jeden Tag angelogen, und zwar von unserer Politik. Damit meine ich jetzt nicht nur die abgebildeten Personen hier, sondern grundsätzlich. Seit Jahren geht das schon so. Heißt ja, wir müssen ja unbedingt das Klima retten, und deswegen müssen wir die Tierbestände abschaffen, habe ich gestern schon gesagt, obwohl der Weltklimabericht sagt, dass die Methanausstöße bei Rindern 3 bis 4-mal zu hoch geschätzt wurden, läuft es trotzdem volles Programm. Hier alles abschaffen, Tiere abschaffen. Und was macht man? Ja, man ist so unehrlich und macht jetzt zum Beispiel gestern im Bundesrat einfach das CETA-Abkommen mit Kanada, indem man beschließt, zusätzlich nochmal 50.000 Tonnen Rindfleisch jährlich einzuführen und 75.000 Tonnen Schweinefleisch. Man geht aber noch ein bisschen weiter, man geht nach Neuseeland, weil das ist nämlich nicht so weit weg, das ist nämlich noch nachhaltiger, weiter weg geht es ja gar nicht. Und zwar in diesem Abkommen heißt es, dass Neuseeland zusätzlich zu den bisherigen zollfreien Einfuhrkontingenten 15.000 Tonnen Butter, 25.000 Tonnen Käse, 15.000 Tonnen Milchpulver und 13.500 Tonnen Vollmilchpulver zusätzlich einführen kann. Schon bisher erlaubte die EU zollfrei 75.000 Tonnen Butter, 11.000 Tonnen Käse. Und beim Schaffleisch sollen 38.000 Tonnen zusätzlich kommen. Damit kommt man auf 152.180 Tonnen. Das musst du dir mal reinziehen. Und bei der Quote von Rindfleisch nochmal 8.000 Tonnen zusätzlich. So, und das ist also nachhaltig. Wenn die Kühe auf der anderen Seite der Erde pupsen, das ist nicht so schlimm. Aber noch viel genialer ist es ja, dass unser Landwirtschaftsminister Herr Özdemir immer noch an diesem Wahnsinn festhält, hier in Deutschland 30% Bio einzuführen. Das, was wir vor Jahren schon gesagt haben, ist total Wahnsinn. So, und jetzt kommt zum Glück auch mal jemand, der schon sich hätte mal ruhig viel früher einfach mal zu Wort melden können und das als vollständig illusorisch betitelt. Sehr nett formuliert. Aber noch was viel geiler ist, wir verknappen ja die Ware, das ist Weizen. Und hier sehen wir das Handelsabkommen, was es dann mit Erdogan ausgehandelt gab zwischen der Ukraine und Russland, dass der Weizenpreis heruntergefallen ist. So, und jetzt sehen wir, hey, warte mal, es ist ja, das ist übrigens der Preis in Büschel an der Börse in Chicago. Mensch, das ist ja fast wieder das gleiche Niveau. Komisch, ne? Ware knapp, Ware teuer. Wir verknappen die Ware ja bewusst hier, indem wir Flächen stilllegen, Landwirtschaft halt so dermaßen Handfesseln anlegen, dass sie gar nichts mehr anbauen können. Wir wollen hier Pflanzenschutzmittel verzichten, in ganz Europa 50%, 10% stilllegen und so weiter und so fort, weil wir sehen es ja, wir können uns überall anders bedienen. Es ist ja quasi umsonst an einem großen Supermarkt global gesehen, dass die Wirtschaft hier gerade komplett den Bach runtergeht. Das ist unvorstellbar. Hier, wenn man den Produktionspreisverfall, Inflation, Deutschland 45,8%. Das ist doch nicht mehr normal, was hier gerade abgeht. Das kommt auf unsere Inflation ja noch alles drauf. Das muss man sich mal vorstellen. Und hast du solche Leute, die hier entscheiden, was in diesem Land passiert, die gar keine Ausbildung haben, die gar keine Ahnung haben, die da sitzen und die Doppelmoral auch noch ohne Maske und Unverschämtheit. Und meine Kinder müssen mit einer Maske in der Schule sitzen, du musst im Bus in der Schule sitzen. Ja, es gibt sogar eine Pflicht, dass tatsächlich jetzt alte Leute im Altenheim mit einer Maske, die wohnen da, die müssen die aufsetzen, die müssen die aufsetzen. Habe ich heute erst erfahren. Wo leben wir denn hier? Das ist unvorstellbar. Und ich sag's euch, solange wir diesen ganzen Quatsch noch mitmachen, wird sich nichts ändern. Solange wir das einfach so tolerieren und sagen, komm, ist gut, ne? Habe ich ganz vergessen, hier Brotpreise, oh, wir sind noch nie so teuer gewesen. Ja, das ist doch gar nichts. Das ist doch gar nichts. Wir sind erst am Anfang des Wahnsinns. Aber Herr Habeck hat ja gesagt heute, und das musst du dir mal reinziehen, obwohl wir diesen Dreckskonzern Uniper verstaatlichen, bleibt es trotzdem bei der Gasumlage. Wer macht was? Gibt es eigentlich noch andere Parteien in diesem Land, die ihm auch mal sagen, hey Leute, stopp, not in my name?